Ich habe überlegt, nächste Woche zum See zu fahren, wenn Sie mich lassen. Also ich halte dich nicht auf, ganz bestimmt nicht. Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn, liebe Leute. Wir haben im letzten Part das Banditenlager hier geklärt, mal mehr, mal weniger souverän und auch die Technik wollte nicht immer ganz. Aber hey, schlussendlich hat es funktioniert und ich meine, das ist doch die Hauptsache. Dann würde ich mal sagen, können wir uns jetzt endlich aufmachen, der Hauptquest zu folgen. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir den Weg hier wirklich hochjoggen wollen. Hey, guck mal, das ist ein Jagdgebiet. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Vergesst, was ich über die Hauptquest gesagt habe. Ich check. Haben wir dann wieder nachgeladen, ja? Geht's dann wieder? Danke. Ich check erstmal das Jagdgebiet aus. Also, wie komme ich denn da hoch? Ist doch die Karte. Einmal außen rum oder wie? Ah, scheiße. Ne, das Jagdgebiet sollten wir schon mitnehmen, weil da gibt es ja erstens so eine Mission, die von der Jägerloge irgendwie im Hintergrund mitläuft, die man vielleicht mal irgendwie angehen kann. Weiß ich nicht genau, ob ich das wirklich machen werde, weil das ist halt ein harter Riesenaufwand, ne, bei jedem Jagdgebiet irgendwelche Trophäen oder sowas zu bekommen. Also, naja. Ne? Deswegen wahrscheinlich werde ich mir das erstmal sparen. Aber ja. Oh, 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 oh! Fuchs! Okay, das war der Scharfschützenbogen. Egal. Bitte, Knochen, Knochen, Knochen. Du ehrenloses Stück. Stimmt, der hätte grün markiert sein müssen, damit er Knochen gibt, ne? Ach, fuck. Okay. Hä, Händler? Was? Wieso Händler? Ich dachte, das wäre ein Jagdgebietssymbol. Lol, das ist ein Händler. Warum steht hier ein random Händler? Hä? Und dafür bin ich hier hochgejoggt, oder was? Ihr habt doch den Arsch offen. Leck mich. Seriously. WTF. Why? Oh, Mann. Fuck mich nicht ab. Oh, Mann, ey. Okay, alles klar. Wenn wir jetzt gerade schon hier sind, vielleicht können wir mal ein bisschen was Gescheites kaufen. Ich habe kein Brüllrückenherz, leider. Nora Überlebende. Ich habe nur noch 6 Lohe. Holy fuck, das ist schlecht, weil dann kann ich nämlich auch keine Feuerdrähte und sowas mehr machen. Ach du Scheiße. Und Bomben auch nicht. Uiuiuiui, Leute. Warte mal, kann ich bei dir vielleicht einfach Lohe kaufen? Das wäre natürlich am entspanntesten. Oh, stimmt. Und ich gehe mal ganz kurz durch, was wir wieder verkaufen können und schneide euch das natürlich kurz raus, Leute. Bis gleich. Gut, war jetzt nicht so viel, was wir da verkaufen konnten. Schade auch. Aber hey. So, warte mal, ich habe immer noch diese schwachen Bögen dabei. Warum eigentlich? Ich habe doch schon längst besseren Ersatz. Hier, guck mal, Schatten-Scharfschussbogen versus Kaja-Scharfschussbogen zum Beispiel. LOL, der Schatten, der Kaja-Scharfschussbogen ist bei mir gerade sogar stärker, weil ich da diese Modifikation drin habe, die ich hier nicht drin habe. Ja, moinsen, Alter. WTF. Cool. Sehr cool. Absolut geil. Feier ich komplett. Oh, man. Der Banuk-Keulbogen. Ist das der, den ich gerade ausgerüstet habe? Nee, das ist nicht. Den hier habe ich gerade ausgerüstet, den Schattenjägerbogen. Ja, wir können auf jeden Fall den hier mal verkaufen eigentlich, ne? Ab dafür. Den Kaja-Jägerbogen. Können wir auch einfach mal verkaufen, denke ich. Ja, wobei, da habe ich jetzt diese Modifikationen noch drin, ne? Der Kaja-Machtbogen. Den verkaufe ich mal nicht, weil da so eine zusätzliche Stoppwirkung steht. Ach komm, vergiss es. Ist ja auch egal. Ist ja auch absolut egal. Was ich eigentlich gucken wollte, ist, kann ich bei dir Lohe kaufen? Ja. Für 20? Was? Das ist ja Wucher. Boah. Nee, komm. Dafür gehe ich mir den Scheiß selber suchen. Gut, Leute, haben wir das geklärt. Also, kein Jagdgebiet. Well, that's a thing. Alter, was ein Ausblick man hier hat, ne? Ist schon nice. Und was zum Teufel ist denn das da hinten? Das da ist Meridian wahrscheinlich. Hä, wie geil sieht das denn bitte aus? Was ist das? Das Anwesen. Das Anwesen. Ey, Leute, da müssen wir auf unserem Weg eh vorbei. Ne, hier.
Lass da einfach mal rüber chillen gerade. Ich will wissen, was das ist. Kann ich hier mich irgendwie abseilen? Nee, ne? Nee, okay. Dann. Dann sollte ich da besser nicht raus runterspringen, wollte ich eigentlich gerade sagen, aber. Ja. Ich meine, hast ja recht. Alternativ können wir auch einfach runterspringen. Cool, jetzt bin ich wieder genau da, wo ich angefangen habe. Das heißt, alles, was ich gerade verkauft habe, ist auch wieder da. Geil! Geil! So, Leute, kurzer Schnitt. Ich kaufe und verkaufe nochmal dieselbe Scheiße wie gerade eben und dann reise ich wieder nach davor, wo wir gerade eben waren. Bis gleich. So, Leute, da sind wir bei besagtem Lager. Jetzt habe ich schon wieder komplett den Überblick verloren, wie viel ich eigentlich rausschneide. Lagerfeuer wollte ich übrigens sagen, nicht Lager. Lol. Und da ist dieser Riesenturm. Keine Ahnung, ob wir da schon mal waren, aber ich glaube nicht. Wir schauen jetzt einfach mal, was das da ist. Da gibt es bestimmt irgendeine Quest oder sowas. Weil aktuell unser Hauptziel ist es ja bei weitem nicht, ne? Ne, unser Hauptziel ist da hinten irgendwo. Ja, ach, heilige Scheiße. Das ist interessant. Ne, ich gucke jetzt, was das ist. Ich will das jetzt wissen. Das scheint irgendwas ziemlich Cooles zu sein. Siedlung betreten, das Anwesen. Siedlung, das Anwesen, alles klar. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Wer wohnt denn hier? Ah, warte, ich würde ganz gerne den da. Warte mal. Ja, okay, zwei weg. Ich wollte diesen Vogel runterholen. Aber well. So. Ach, ist das... Ist das der Laden, wo wir waren, wo hier mit dem Verräter und so weiter? Ja, klar. Natürlich. Ach, lol. Ja, klar. Ha. Okay. Ja, scheiße. Dann komme ich aber da oben auch nicht hin, oder? Hä, ist ja mega crazy, aber wie komme ich da hoch? Von da vorne irgendwie, oder? Ich probiere das mal, ich probiere das mal. Ich will da jetzt hoch. Warte mal, laufe ich in die richtige Richtung? Ja, okay. Also irgendwie dieser Turm sieht, der ist mir gar nicht aufgefallen, als wir das erste Mal hier waren. Der sieht super interessant aus. Ernsthaft, Leute. Ich will da hin. Absolut. Ich weiß nur nicht genau wie. Warte mal, was höre ich eigentlich schon die ganze Zeit? Ist das vielleicht irgendein Viechkram, den ich ganz gerne hätte? Manchmal gibt es diesen Bug irgendwie, dass diese Kuppel um mich herum nicht angezeigt wird, ne? Fehlt einfach. Wird einfach nicht angezeigt. Ein Plünderer. Oh ja, nimm auseinander. Ja, auch wieder irgendwie ganz seltsam jetzt. Oh. Ich habe, by the way, das neueste Spielupdate, das weiß ich mittlerweile. Habe ich nachgeguckt, Version 1.05 oder sowas ist aktuell. Ich habe jetzt auch mal die neuesten Grafikkartentreiber, habe extra gerade wieder 20 Minuten gewartet, bis dieses Drecksspiel seine Assets fertig berechnet hat. Könnte ich kotzen bei sowas. Wenn ich mal nachdenke, so ein Shadow of the Tomb Raider, der nichts berechnen muss vorher 20 Minuten lang und genauso gut aussieht und besser läuft, dann würde ich am liebsten wieder irgendwie durch die Leitung kacken, Alter. Ernsthaft. So eine Scheiße wieder. Immer derselbe Rotz. So. Lass den Scheiß. Okay. Der ist irgendwie wieder aufgestanden und ich habe ihn gleichzeitig umgenietet. Das wolltest du gar nicht tun, da bin ich mir ziemlich sicher. So, wo ist der andere? War noch einer? Hoppala. Hey. Hey. Chillst du mal bitte? Danke. Arschloch. Kannst du? Krieg ich doch schon wieder Aggression. For real. Was ist denn das schon wieder gewesen hier? Warum regnet es jetzt eigentlich? Was soll die Scheiße? Oh Mann. Ja, egal. Ist dieser Vogel gerade in den Boden reingeflogen? Kannst du den plündern bitte? Danke. Plündererherz, das ist gut. Das kann man immer mal gebrauchen, glaube ich. Zünder, schön. Ja, aber Lohe hätte ich ganz gerne. Lohe kriege ich von denen nicht, ne? Dafür müssten wir mal Graser finden. Von denen kriegt man Lohe. Naja, gut. So, ich wollte jetzt eigentlich... Maschinerie, ja, okay, whatever. Hier einmal um dieses Ding drumherum laufen.
können. Was bist denn du? Du bist ein Stürmer. Kann ich Stürmer überbrücken? Ja, schon, ne? Und ich kann die auch reiten, oder? Glaube schon. Bin der Meinung, das müsste ich können. Wir werden es gleich merken. Ja, absolut. Stürmer kann ich reiten. Wundervoll. So, und jetzt würde ich ganz gerne diese Richtung. Das bei dem Wetter hier, meine Fresse. Bei mir ist besseres Wetter gerade. Ich gehe nachher noch eine Runde joggen. So ist jedenfalls der Plan. Fuchs, 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 steig ab, steig ab, steig ab. Fuck, wo ist der jetzt hin? Goddammit! Yes! Aber wieder nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Ich brauche doch nur noch einen so einen blöden Knochen. Das gibt es doch überhaupt nicht. Diese blöden Mistviecher. Mal ernsthaft. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, so einen scheiß Knochen zu kriegen? 0,0001 oder was? Leg mich doch mal. Ja, Wildschwein. Am Arsch mit Wildschwein. Was soll ich mit Wildschwein? Well, das war jetzt nicht geplant. Ja, der hasst mich jetzt auch ein bisschen. Nachvollziehbar. Dann werde ich ihn wohl umlegen müssen. Ich wollte diesen Angriff nicht machen, aber naja. Gut, danke. Sehr hilfreich, wirklich. War gut. Schön. War ja nur meine Reitmaschine. Ist okay, kann man mal machen. Immer schön leise. So, nichtsdestotrotz will ich jetzt da hoch. Kommt man mit diesem Weg hier hoch? Nee, da kommt man wieder nur rein ins Anwesen. Das will ich nicht. Und hier? Ja, ja, genau. Davor. Davor zu dieser komischen Weggabelung oder was auch immer das ist. Und da müsste man doch irgendwie dann da hochkommen. Oder, Leute? Sehe ich das falsch? Muss doch da irgendwie hochkommen. Kann mir doch keiner erzählen, dass ich da nicht hochkomme. Ja, ja, genau hier. Genau hier. So, und jetzt hier diesen Weg hoch irgendwie, oder? Ja, 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 ja. Das sieht gut aus. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was mich da erwartet. Außer einer schönen Aussicht natürlich. Weil dieser Turm sieht aus, als wäre er aus der alten Welt übrig geblieben, sozusagen, ne? Also, ja, wie nennen die hier eigentlich nochmal? Einfach nur die alten, oder? Ich glaube schon. Weil das sieht so technisch aus irgendwie. Das passt nicht in die restliche Welt hier. Das ist irgendein Überbleibsel von damals. Und deswegen will ich jetzt wissen, was für eins. Weil das ist auf der Karte nicht besonders markiert. Das wundert mich halt total, weil ich meine, das ist doch eindeutig irgendwas Besonderes. Kann mir doch keiner erzählen. Also, das muss ich mir jetzt angucken, Leute. Das tut mir leid. Da führt kein Weg dran vorbei. Was ist das für ein Anwesen hier, Alter? Wie krass groß. Leck mich fett. Hier muss doch auch später noch irgendwas passieren, oder? Das kann mir doch keiner sagen, dass dieses Areal hier einfach da ist, ohne dass hier irgendeine Nebenquest oder sonst irgendwas ist. Es ist auf jeden Fall sowas aus der alten Zeit. Die Sache ist nur, ich komme da auch nicht wirklich hin, oder? Ich kann hier zwar jetzt irgendwie Stück für Stück hoch. Aber, oh, Moment. Ja, das war vielleicht mal eine Tür früher oder so, aber jetzt ist da gar nichts mehr. Nee, ich komme da nicht rein. Oh nein! Ich möchte da nicht runterfallen! Ich möchte da nicht runterfallen! Okay. Aua. Ja, Gut, schön. Ich habe den Turm gesehen. Ich habe gesehen, dass ich da nichts machen kann. Schade auch. Aber irgendwann passiert hier doch noch locker was. Guck dir mal diesen Platz an hier. Da muss doch später irgendwas noch sein. Kann mir auch keiner erzählen. Und wenn es nur irgendeine billige Nebenquest ist. Aber irgendwas muss da sein. Kann ich nicht hin. Ja, Leute. Gut, dann nicht. Dann, was sehe ich denn da hinten lang stapfen? Die Render-Distance ist schon gar nicht so schlecht, was die Maschinen angeht, ne? Guck dir mal dieses Vieh an, wie weit das weg ist. Könnten irgendein Brüllrücken sein oder sowas. I don't know. Ja, schön. Okay, haben wir das gesehen. Gab leider nicht viel zu sehen, aber ich meine, ey. War trotzdem cool. Was heißt, wenn wir gerade hier in der Nähe sind, dann machen wir die hier. Diese Quest, diesen Ehre den Gefallenen Schwachsinn. Die Gefallenen. Wo ist denn der dritte Teil? Davon gibt es drei. Eins, zwei und. Ach, der dritte war hier oben irgendwo, oder? Nö. Hä, davon gab es aber drei.
Ah, hier oben links. Ja, kommen wir doch an allen vorbei. Ist doch in Ordnung. Ist doch ein Deal. Ich würde jetzt ganz gerne hier irgendwie runterspringen, aber ich befürchte mal, dann bin ich ziemlich tot. Sei denn, ich springe da in diesen Bach rein. Fluss, was auch immer. Das könnte funktionieren, oder Leute? Nein, das funktioniert nicht! Sah näher aus, als es war. Ja. So ein Gleiter wäre was, oder? So ein Gleiter hätte schon was. So. Nein. Lass mal sehen. Weißt du was? Ich hole mir hier eine Reitmaschine. Und dann reiten wir den restlichen Weg. Ich hätte jetzt auch mich porten können, aber da ist in der Nähe kein Lagerfeuer, weil ich schon entdeckt habe. Deswegen hat das jetzt nicht so unglaublich viel Sinn. Daher klaue ich mir da vorne eine Reitmaschine und dann geht's damit weiter. Ach so, die Plünderer sind jetzt auch wieder da. So eine Scheiße. Warte mal. Vielleicht können wir den mal richtig einheizen. Oder warte, noch bessere Idee. Wir überbrücken einfach einen von denen, der soll die anderen einfach kalt machen. Das ist doch euch der beste Plan ever, oder? Hey, hey! Alter, ich stehe direkt neben seiner Fresse, ne? Oh, 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 oh! Okay. So, jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Mhm. Ich mach auch eine Runde mit. Da hast du. Oh, fuck, weg. Weg, 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 weg! Oh, und voll weggelasert. Da hast du. Aua! Hey, ich dachte, darum kümmert sich meiner. Was kann der eigentlich? Was kann der eigentlich? Außer nichts. Hey, sag mal, macht meiner eigentlich auch irgendwas? Nee, der chillt da hinten und macht gar nichts. Sag mal, WTF, Mann. Was tust du? Ja, Kumpel! Dann mach ich's halt selber, ganz ehrlich. Leck mich doch am Arsch. Unfähiger Scheißkerl. Ja, und jetzt so ein Abstauber, weißt du, ganz ehrlich, nö. Dafür hast du es nicht verdient zu überleben. Verreck, Alter. Warum kann ich dem keine kritischen Treffer geben? So, da hast du. Drecksack. Ich meine, hallo, was hat der bitte gemacht? Der hat nichts gemacht. Der hat Urlaub gemacht, Alter. Ich dachte, ich kümmere mich mal um einen ganz entspannt. Dann springen mich da drei von hinten an. Ich meine, was ist denn das? Wo sind wir denn hier? Arschgeige. Nichts gemacht für sein Geld. Und nachher noch belohnt werden wollen, Alter. Drecksack. So. Wir halten am Plan trotzdem fest. Ich hole mir da vorne eine Reitmaschine und dann geht's ab. Jedenfalls, falls ich dann eine Reitmaschine finde, die ein bisschen kooperativer als der Drecksplünderer gerade eben ist, ne? Mann. Wenn die hier alle so hilfreich sind, dann... Naja. Wisst ihr Bescheid. Okay. Sieht doch ganz gut aus. Let's see. Das würde ich ganz gerne mitnehmen. Und dann hole ich mir dich. Jawohl. Da haben wir sie doch. Ja, nee. Lass mal nicht zusammenarbeiten. Lass einfach du für mich arbeiten. Wir werden das mal, oder? Absolut gute Idee. Okay, dann. Ach, guck mal da. Ich habe diese Jagd für die Loge-Trophäe abgeschlossen. Mission. Das ist ja cool. Habe ich gar nicht mitbekommen. Lol. Da ist Punkt 1. Zeit, da ist Punkt 1 und Punkt 3 ist hier oben irgendwo gewesen. Da. Dann reiten wir zuerst den Punkt 2 an, würde ich sagen. Oh, der ist hinterm Berg, ne? Ja, fuck. Natürlich ist der hinterm Berg. War ja klar. War ja absolut klar. Ist nicht so wild. Kriegen wir hin. Ist nicht so wild. Mich nervt dieser Nebel hier manchmal ein bisschen. Das sieht irgendwie nicht so schön aus, ne? Ich frage mich, ob die das gemacht haben, um die Render Distance so ein bisschen zu verstecken, ne? Die Sichtweite. Oder ob das einfach eine stilistische Entscheidung war. Weil falls ja, finde ich es ehrlich gesagt nicht schön. Ich meine, als technische Entscheidung kann ich es natürlich verstehen. Als stilistische Entscheidung, wie gesagt, nicht so. Hallo? Kannst du bitte... Ey! Im Ernst jetzt? What the fuck? Kannst du darüber bitte? Ja, seriously? Sag mal, jetzt hängt das Vieh hier fest, oder was? Ernsthaft? Kannst du darüber...
Weißt du was? Er sauft doch einfach. Blödes Scheißvieh. Kann wohl nicht wahr sein, ey. So. Das wird mir dann gehe ich kurz außer Sichtweite. Und dann rufe ich das Scheißvieh mich einfach her, weil dann portet er sich nämlich. Kann mich mal, das Drecksvieh. So, bewegt deinen Arsch hier rüber. Ach ja, jetzt auf einmal kann er da raus. Glaubst du auch an nichts mehr? Ganz ehrlich. Hä? Ich wollte das einsammeln. Hallo, ich habe diese Fähigkeit, dass ich das von dem Vieh ausmachen kann. Ich muss dafür nicht absteigen. Lächerlich. Ja, mal speichern. Oh, dafür muss ich absteigen, okay. So, da haben wir nämlich auch dieses Feuer. Jetzt lass mal sehen. Ja, was haben wir da? Ah, diese Schnapperviecher. Ja, die habe ich auch ganz gerne. Nicht. Die haben mich aber dem einen Langhals ganz ordentlich abgefuckt. Schnappmaul, genau. So heißen die Dinge. Scheint aber gerade keiner zu Hause zu sein. Das ist ganz okay. Das ist eigentlich ganz vorteilhaft. Doch, da guckt, da liegt einer. Weißt du was? Ich würde den jetzt gerne mal kalt machen. Weil wir haben bisher noch keinen von denen kalt gemacht, soweit ich es im Kopf habe. Die suchen mich, absolut, ja. Und sie sehen mich offensichtlich nicht, weil sie blind sind oder so. Ich weiß auch nicht genau. Kann ich die überbrücken eigentlich? Nee, oder? Doch! Oh, lol. Ich kann die überbrücken. Oh, der andere sieht mich gerade. Nee, jetzt nicht mehr. Die hier sind so blöd. Wow. Ja, stabil. Und jetzt Angriff. Auf geht's. Gib ihm. Jawohl, ja. Ordentlich. Mach ihn kalt. Na komm. Aus meiner eigentlich mehr der Unfähige. Ah, doch, doch, warte. Das mal. Ja, das mal. Ja, passt. Geht fit. Auf, Lithium. Naja, passt. Ich kann dir ein bisschen helfen. Ups. So weit aufs Loading da schießen. Jawohl. Und Matsch. Jawohl. Schön gemacht. Sehr schön gemacht. Der hat sogar was Besonderes. Ey, wie geil. Hat sich ja gelohnt. So, weißt du was? Jetzt mache ich mich bei dir noch ein bisschen unbeliebt. Hallo Spiel. Oh, das wird eine laute Sache. Nö, das geht schon. Das war jetzt nicht so gut. Stimmt ja. Hat der gerade meinen Läufer kalt gemacht? Ups, ich glaube, ich habe gerade meinen Läufer angezündet. Nee, das ist gar kein Läufer, das ist still. Stürmer. Ja, cool. Danke, dass der jetzt explodiert ist. Ich häng fest. Okay, mein Stürmer fackelt auch gerade ein bisschen ab und hasst mich jetzt gerade, glaube ich. Ja, tut er auch. Das war keine Absicht, Kollege. Aber hey, alles klar. Dann weg mit dir. Ja, okay, ich hätte noch überbrücken können jetzt gerade. Shit, hab ich nicht dran gedacht. Ja, ist egal. Gut, die Schnappmaul sind cool. Leuchtendes Geflecht, Brudi. Leuchtendes Geflecht. Geil. Die sind doch stabil, Alter. Die sind doch stabil, die Schnappmaul. Die sind cool. Ich mag die. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, ich höre schon wieder jede Menge Kram, aber ich sehe mal wieder keinen Fuchs, weil... Ja, weiß ich auch nicht. Das ist ein Waschbär, ne? Ja. Mittlerweile erkenne ich die einigermaßen. Manchmal. Kein Fuchs hier, ne? Wieder alles voll mit Grünzeug, alles voll mit Tiergeräuschen, aber keine Füchse. Ein Hase. Ja, toll. Ihr wolltet die Utarung sich verabschieden. Erledige die Schnappmäuler. Hä? Noch welche? Wo? Oh, ich höre sie schon. Ich sehe sie nur nicht. Ups. Ah, da unten. Okay. Ich würde die ganz gerne auch wieder einfach einen überbrücken und den anderen dann alleine kalt machen. Leckt gerade wieder wie scheiße, aber weil das Spiel wahrscheinlich wieder irgendwas nicht nachgeladen kriegt oder so. Ich weiß auch nicht so genau. Zwei Schnappmäuler sollen das sein. Beide da im Wasser. Das ist natürlich unschön, weil dann komme ich da nur Scheiße. Noch schlecht dran. Du bist wirklich aufmerksam. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Aufs Maul kannst du haben, Kollege. Das ist die Scheiße. Aua. Mhm.
Eigentlich hätte ich den ganz gerne übernommen. Oh mein Gott. Okay. So war eigentlich der Plan. Dass ich dabei mit drauf gehe, war jetzt nicht der Plan. So, kannst mich nämlich mal, jetzt explodierst du mich gleich nochmal. Goddammit, kann ich aufhören, da drauf mit drauf zu gehen? Die Idee ist so gut und dann mache ich so eine Scheiße draus. So, okay. Ah, da ist der andere. Einmal. Und... Nee, hat nicht getroffen. Zwei... Nein? Habe ich immer noch die Lohe getroffen? Dein Ernst? Doch, wollte gerade sagen. So. Oh, der war gut predicted, Kollege. Aber nicht gut genug. So, wie war der bitte, daneben gerade der Schlag? Der erste. Der zweite oder wie auch immer. Stark, Alter. Gut, hab sie. Kein Problem. Rede mit der Utaru-Pilgerin. Ich habe nicht mal eine gesehen. Lol. Wo ist die denn? Hä? Okay, warte, kann ich das mal ganz kurz aktivieren, einfach damit mir das Ziel angezeigt wird. Das ist ein bisschen hilfreicher, glaube ich. Da vorne. Nee, hä, das ist Punkt 1. Ich habe doch Punkt 2 gerade gemacht. Ja, genau. Nee, hä? Habe ich gerade Punkt 1 gemacht? Ich habe gerade Punkt 1 gemacht, ach so. Hä, lol. War Punkt 2 nicht näher? Nö. Okay. Dann bin ich einfach nur blöd. Ist ja auch eine Option, ne? Ist ja auch eine Option. So. Würde mich immer ganz gerne heilen, weil, naja. Schnappmäuler halt, ne? So, wo bist denn du? Da bist du. War die vorhin auch da? Ich hab die gar nicht gesehen. Hi. Als wir bei der Befreiung den Käfigen entkamen, lief ich über diese Lichtung und dachte, sie sei hinter mir. Ich lief weiter, aber sie blieb hier. Danke, dass ich durch dich zurückkehren konnte. Ich will nicht drängeln, aber sicher ist es hier nicht. Ich verstehe. Ich tat das schon mal in Wachträumen. Im Teich finde ich ein Armband mit Samen, das sie verlor. Die Samen sind frei, keimen auf, alles wächst. Die Erinnerung an sie geht in den Dschungel über. Mhm. Ich will ihr sagen, dass ich hier starb und zur Fremden im eigenen Land wurde. Und dass sie noch lebt mit jeder Aussaat, jedem Regen, jeder Ernte. Was ist das? Da! Ihr Armband. Und ich dachte, sie sei hinter mir. Doch es ist nur mein Spiegelbild. Willst du allein sein? Was? Zum ersten Mal bin ich's. Hä? Hat das gerade irgendjemand verstanden? Ich habe nur ein wirres Gefasel gehört, aber okay. Schön, dass wir das geklärt haben, auf jeden Fall. Ich möchte nochmal anmerken, dass ich vor dem Spielupdate und dem Grafikkartentreiber-Update schon relativ lange keinen Absturz mehr hatte. Ja. Dankeschön. Und wehe, du hast es nicht gespeichert, du Dreckskiste! Werden wir im nächsten Part feststellen, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn euch der Part gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.